Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von GoGo Nippo, My First Trip to Japan, Version 2015. Tja, und wir sind hier noch gerade beim Matsuri, wo wir uns entschieden haben, mit Makoto über das Fest zu gehen und da verschiedene Sachen auszuprobieren und waren jetzt hier gerade beim Goldfischfangen gewesen, bei dem Kingyo Tsukui, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, mich irritiert immer noch das Gesicht von dem Hauptcharakter. Ja, und der stellt sich auch mächtig blöde an. Ich glaube, das war jetzt der erste Versuch, den er gemacht hat. Mit einem dieser Papierstäbchen versuchen, einen Goldfisch in eine kleine Schale reinzubringen. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht, ob er es noch irgendwann schafft. Und ich will auch schnell weiter weg hier, damit dieser Hintergrundbildschirm möglichst schnell weg ist. Ich versuche mich nur auf Makoto zu konzentrieren. Ah, es ist zerrissen. Oh, das ist aber schade. Das Papier ist dünner, als ich erwartet hatte. Und es zerreißt schon fast in der genau in dem Moment, wo es nass wird. Der Trick bei dem Ganzen ist zu versuchen, möglichst das Papier trocken zu halten und mit der Mitte von dem Ring oder in der Mitte des Ringes den Fisch dann in die Schale rüber zu switchen oder rüber zu buxieren. Ich weiß das ja, aber es ist wirklich schwieriger, als ich gedacht hatte. Es ist schon wieder zerrissen. Letztendlich habe ich es nicht mal geschafft, auch nur ein einziges kleines Vieh da reinzukriegen. Nun ja, wenn man es dann wirklich mal versucht, das ist recht schwierig, nicht wahr? Du da, fremder Mann, nimm das. Das klingt irgendwie komisch. Hore, soko no gaijin-san, kore yaru yo, mach das hier, oder tu das hier. Hä? Ist das denn in Ordnung? Normalerweise gebe ich nur die raus, die man wirklich gefangen hat, aber das hier ist eine ein besonderer Moment oder eine besondere Gelegenheit. Danke, Mann! Ich habe einen Goldfisch! Das ist aber nett. Wir haben so ein kleines Fischbecken zu Hause und da können wir ihn reintun, wenn wir zurückkommen. Wo wir davon gerade reden. Ich glaube, dass ich keinen Goldfisch mehr gehabt hatte, seit ich ein Kind war. Es ist schön, etwas zu haben, was gut zu der Sommersaison passt. Das Ganze nennt man dann Furyu auf Japanisch, nicht wahr? Woher weiß der das jetzt schon wieder? Also manchmal so die Diskrepanzen in dem Wissen von dem, was er weiß und was er nicht weiß. Ich weiß selber nicht, was dieses Furyu ist. Eleganz, Geschmack. Aha. Das weißt du, da bist du aber gut informiert. Naja, letztendlich lerne ich ja auch ganz fleißig. Ja, also wie gesagt, das Ganze war, wenn ich jetzt nochmal hier hinten gucke, Eleganz, Geschmack. Auch wenn ich nicht wirklich den Zusammenhang da sehe, aber naja. Ich schätze mal, wir haben uns dann schon ordentlich umgesehen, nicht wahr? Ja, und? Bist du zufrieden? Ja, es hat eine Menge Spaß gemacht. Dann sollten wir noch eine Sache mehr tun, bevor wir gehen. Tada! Was ist das? Hanabi, also Feuerwerk. Ich habe sie vorhin bei einem der Lose gewonnen. Feuerwerk? Aber die sehen ein bisschen klein aus. Und ja, eine der beliebten Zeitvertreibs in Japan ist mit so Feuerwerken, die man in der Hand halten kann, rumzuspielen in warmen und romantischen Sommernächten. Steht zwar nicht da, aber ich habe es einfach mal dazu gesagt. Und diese hier heißen Senko Hanabi. Senko. Ich merke es mir mal für den Fall, dass es nicht im Weiteren erklärt wird. Okay. Senko Hanabi. Dort hinten ist ein freier Platz. Lass es uns dort machen. Ich schätze mal, wir werden dann noch ein extra Bild oder so dazu sehen, was das dann für ein Feuerwerk ist. Okay, jetzt zünde es an. Das ist schon irgendwie ein bisschen lasch. Nun ja, das Prinzip bei dem Senko Hanabi ist, es so lange wie möglich zu genießen, ohne dass das Feuer an der Spitze ausgeht. Ich glaube, das sind diese Dinger. Ich werde hier auch bestimmt ein Bild einblenden, da wir jetzt keins sehen, die eigentlich fast nur wie so eine Art Papierfetzen aussehen und die man möglichst gerade und auch vor Wind geschützt und so weiter
stillhalten muss, genau senkrecht, damit sie wirklich so lange wie möglich ganz kleine Funken schlagen. Und wenn die Flamme vorzeitig abfällt, dann hat man sozusagen verloren oder was auch immer. Also man versucht so lange wie möglich eben zu halten. Vielleicht werde ich hier ein, zwei Fotos reingepackt haben. Siehst du? Die kleinen Funken nehmen alle möglichen Formen an. Es sieht aus wie eine Blume, nicht wahr? Ja, erst sagst du, das ist ein bisschen langweilig und jetzt Kireda. Also beautiful. Wie wunderschön. Wahrscheinlich meinte er damit Makoto. Würde ich jetzt eher vermuten. Ja, wirklich sehr. Ja, das war so klar. Naja, beim Feuerwerk ist das ja wohl klar, aber Makoto auch. Die Senko Hanabi sind vergängliche, kleine, schmale Sachen. Wenn man sie so betrachtet, dann denkt man so, ah, der Sommer ist bald vorbei. Ja, ich glaube, ich verstehe das. Fällt gerade auf, dass ich überhaupt keine Zeitnahme irgendwie mit meinem Handy genommen habe. Muss ich mal heute nach Gefühl weitermachen. Wenn es jetzt passiert, dass die Folge irgendwie länger oder kürzer als üblich ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Naja, jetzt bringt es auch nichts mehr, noch einen Timer einzustellen. Es müssten bis jetzt so 5 Minuten gewesen sein. Na, schauen wir mal. Hey! Ja. Es sind ja nur noch ein paar wenige Tage, bevor du gehst, nicht wahr? Ja. Dann würde ich mir wünschen, dass der Sommer für immer weitergeht. Wenn dem so wäre. Makoto? Ach, nur ein Spaß. Sorry, da habe ich wohl ein bisschen zu weit gedacht. Richtig. Oder, nee, schau. Hodder ist eigentlich Hodder. Schau. Schau, das Senko Hanabi. Ich habe noch ein paar mehr. Du solltest es auch mal probieren. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste jetzt, vielleicht sagt er noch ein bisschen was zu Makoto mit dem, und dann würde das sich jetzt ändern, wenn ich jetzt schon zurückspringen würde. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ein japanisches Matsuri-Festival. Es war voll von Dingen, die ich noch nie gesehen oder zuvor gegessen hatte. Das heißt, dass es eine Menge Festivals im Sommer gibt und auch im Herbst. Sightseeing zu machen, also diverse Touristenspots und Sehenswürdigkeiten zu besuchen, ist zwar schön, aber zu einem regionalen oder lokalen Festival zu gehen, hat auch Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass ich ja näher an, also dass ich jetzt enger befreundet bin mit Makoto und Akira. Dieses to get closer to someone. Ich glaube, damit habe ich auch schon bei den anderen Let's Plays immer Probleme gehabt, wie ich das ordentlich übersetze. Also Nakayaku, ja, dass man eine engere Verbindung aufgebaut hat zu Makoto und Akira. Ja, das ist gut. Tja, was sollen wir morgen dann tun? Ich glaube, da sowohl Makoto als auch Akira gesagt hat, war das wirklich dann so eine Allgemeinaussage. Das heißt, jetzt würde ich dann tatsächlich, bevor wir den nächsten Morgen bestreiten, zurückspringen zum Huch, geht gleich mit aufweckender Musik los, würde ich wirklich dann springen zum Tokyo Skytree und den Ozean erstmal auswählen, das dann durchmachen und als nächstes im Anschluss dann noch sozusagen über das Festival mit Akira zu gehen. Deswegen werde ich jetzt hier ganz kurz das Video ausmachen müssen, weil meistens passiert es, dass das Spiel abstürzt, während ich irgendwo einen Spielstand lade und ja, dann das Aufnahmeprogramm derweil läuft. Ich kann es trotzdem mal probieren. Davor speichere ich natürlich. Muss ich mir merken, auf der Nummer 6 geht es dann richtig normal weiter. Wobei ich mal sowieso alles nochmal durch. Jetzt mal gucken, wo das müsste hier gewesen sein, ne? Probieren wir mal zu laden, aber kann sein, dass gleich ein Black Screen kommt. Ja, yep, couldn't switch to requested monitor resolution. Das heißt, wir sehen uns gleich hier an der Stelle dann wieder beim Skytree. So, und da wären wir wieder. Ich habe jetzt den Spielstand hier geladen, wo wir beim Tokyo Skytree sind. Und nachdem wir vorher Sky genommen ha hatten, weil ich wissen wollte, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass es ein Planetarium dort drin ist, womit ich dann letztendlich auch richtig lag, wählen wir jetzt Ocean, ja, Umi aus. Und schätze mal, wir werden dann dort mit Akira entsprechend hingehen. Und es wird sich, denke ich mal, um das Aquarium handeln, was ich auch selbst zumindest den Eingang gesehen hatte, als ich vor Ort war. Deswegen klingen wir jetzt also hier an der Stelle auf Ozean. Wenn ich schon wählen müsste, dann würde ich sagen, dass ich den Ozean interessanter finde.
Den Ozean oder das Meer, ha? Huh? Tja, dann wirst du mit mir gehen. Akira, und was ist mit Makoto? Ich schätze mal, ich werde nach Hause gehen und ein bisschen sauber machen. Du musst kein Abendbrot machen, okay? Ja, dessen bin ich mir bewusst. Nun dann, Aki-chan, vertragt euch gut miteinander, okay? Okay, sei vorsichtig auf dem Weg nach Hause, Oni-chan. Tja, dann sind's ab jetzt wir beide. Okay. Okay, ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir ein bisschen durch Soramachi umherschlendern, aber... Was? Bist du etwa hungrig oder so? Aber, ja, das stimmt. Wir hatten ja noch kein Mittagessen. Deswegen sollten wir uns irgendwas zu essen schnappen. Ja klar. Gute Idee. War das jetzt ihr Bauchgrummeln und sie hat es versucht zu überspielen, als wäre es unser Bauchgrummeln gewesen, oder wie? Ja, genau. Das war wieder so typisch. Aber die Art von Humor mag ich auch am Spiel, deswegen. Ich glaube nicht, dass das gerade mein Magen war, der da geknurrt hat. Es gibt eine ganze Menge Restaurants in Soramachi. Nach was für einem Essen steht dir gerade der Sinn? Ich denke, ich hätte gern irgendwas Nudeliges. Nudeln? Das ist Men in Japanisch, also dieses Zeichen hier. Ich frage mich, ob Pasta auch als Men eigentlich bezeichnet werden kann. Pasta ist ja schön und gut, aber ich würde gerne etwas essen, was irgendwie einzigartig mit Japan in Verbindung steht. Japanische Nudeln also, ha? Huh? In dem Fall Ramen? Nein, das ist ja eigentlich ursprünglich von China, nicht wahr? In dem Fall Somen oder Soba oder vielleicht Kishimen. Was ist Kishimen? Davon habe ich auch noch nie was gehört. Sorekara Kishimen in Hiragana geschrieben, okay. Sehen, was wir letztendlich nehmen, sonst gucke ich nochmal ganz kurz, was dieses Kishimen ist. Es gibt ja wirklich eine ganze Menge Sorten an Nudeln. Ja, die Japaner lieben Nudeln. Manche essen jeden Tag Ramen und werden dessen niemals müde. Dann schauen wir mal. Es gibt dort Hotto und Hiramugi. Und ja, man darf ja auch nicht Udon vergessen. Okay, von Hotto und Hiramugi habe ich auch noch nichts gehört, wobei Mugi würde ich irgendwie... Mugi ist ja eigentlich Getreide, also Vollkornnudeln oder irgendwie sowas. Ja, wer weiß. Udon, okay, scheinbar hat er Udon sich gerade entschieden. Das ist es! Hä? Was ist was? Udon? Ja, mein Freund, der einmal nach Hawaii gegangen ist oder der einstmals in Hawaii war, der sagte, dass dort die Menschen sich angestellt hätten um den Block herum, um Udon zu essen. Wow. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es Udon-Restaurants auch in Hawaii gibt. Das werde ich mir irgendwann mal angucken. Jetzt will ich aber doch noch mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, soweit kann ich überhaupt hochscrollen. Oh, genau, das war schon zu weit. Nudeln, Kishimen, genau. Erstmal schauen, was Kishimen ist, wenn das überhaupt bei Wadoku beschrieben ist. Ah, Kishimen ist Bandnudeln. Was hatten wir noch so? Achso, Soba ist Buchweizennudeln übrigens, nur für die es nicht wissen. Bei Somen bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, auch wenn ich es eigentlich wissen müsste. Somen. So, da bin ich wieder. Da war mir im Hintergrund jetzt leider gerade der Browser abgestürzt. Also Somen sind Fadennudeln oder Vermicelli, falls jemand was mit dem italienischen Begriff anfangen kann. Dann haben wir noch Hotto und hier Mugi. Dann schauen wir mal. Hotto... Okay, bei Hotto muss ich jetzt ein bisschen länger suchen. Hotto ist ein populäres regionales Gericht in Yamanashi und es besteht aus flachen Udon-Nudeln, und das mit Gemüse in einer Miso-Suppe gereicht wird. Interessant. Und dann bleibt noch Hiramugi. Da hoffe ich mal, dass ich jetzt möglichst schnell direkt etwas finde. Hiramugi. Mugi müsste wahrscheinlich von Getreide sein. Hiramugi. Gekühlte Weizennudeln. Okay. Und Udon, ja, aus was besteht eigentlich Udon? Das ist auch eine gute Frage. Oder wie wird Udon auf Wadoku erklärt? Schauen wir mal. Weizennudeln. Aber die sind eben ziemlich dick und
Udon ist auch definitiv eine Empfehlung, eine meiner Lieblingsnudeln auch in Japan. Neben kalten Soba, also den Buchweizennudeln, was auch eine Spezialität von Matsumoto ist. Also an Nudeln kann man sich auch wirklich in Japan mehr als satt essen und sehr lecker satt essen. Genau. Jetzt habe ich einige Zeit mit dem Recherchieren verbracht, dass ich noch nicht das Zeitgefühl verloren habe, wie lange die Folge geht. Aber sagen wir mal, bis zum nächsten kleinen Bildschirmwechsel, bis wir beim Restaurant ankommen, machen wir noch. Müsste ja eigentlich relativ bald soweit sein. Dann lass mal sehen. Oh, es gibt ein Kettenrestaurant, was wir auch hier in Japan haben. Und ich war schon dort und deren Udon ist wirklich richtig gut. Verstehe. Udon also. Gibt es hier welches? Also, ich schätze mal hier in der Soramachi. Ich schätze mal nicht direkt ein Restaurant. Aber ich schätze mal, wir haben eins. Wie meinen Sie das? Onaji o misu wa naika moshiro naike do nitta yona o misu wa aru tomo wa. Also es gibt nicht dieses Kettenrestaurant, an was sie gerade gedacht hat, aber es gibt ein Restaurant, was dem wohl ähnlich sein soll. Dann essen wir Udon fürs Mittagessen. Oder zum Mittagessen. Jawohl! Gut, und da wären wir dann tatsächlich in einem Udon-Restaurant angekommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang die Folge ist mit all den Schnitten, die ich zwischendrin setzen musste, damit es für euch nicht so langweilig ist, während ich einmal den Spielstand wechseln musste und mehrfach meine Suche im Hintergrund rausschneiden musste. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, auch wieder bis hierher. In der nächsten Folge werden wir dann Udon essen. Ich habe jetzt auch schon Abendbrothunger bekommen, während ich hier die Folge aufgenommen habe. In Japan geht es immer ums Essen und das ist wirklich eigentlich ungelogen. Und dann gucken wir mal, was für Udon wir hier genau bekommen. Das dürfte auf jeden Fall sich billiger dann auch darstellen als das Unagi, was wir mit Makoto hatten. Und ja, freue mich dann auf die nächste Folge. Dann hoffentlich wieder ein bisschen weniger chaotisch als in diese Folge. Vor allem auch hoffentlich bald meine Prüfungszeit. Also nächste Woche ist ja meine letzte Prüfung. Danach, naja, gut, 2 Wochen noch. Aber danach bin ich wirklich wieder richtig auch mit den Gedanken voll dabei. Und genug der Zwischenrede. Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.